Ich bin David Boten, komme ursprünglich aus dem schönen Bundesland Schleswig-Holstein und habe jetzt von 2017 bis 2023 Humanmedizin an der MHP studiert. Man erinnert sich, ne, was man hier alles gemacht hat. Ich war ja auch studentischer Tutor. Man hat hier gelernt, man fängt ja an der MHB in der Medizin Innenneuropin an. Das ist der erste Standort. Und ja, die Anfangszeit bleibt einem ja natürlich immer noch ganz in Erinnerung, wenn alles neu ist, alles auf einen zustürmt und man einfach sich findet hier und seine ganzen KommilitonInnen kennenlernt. Vor allen Dingen die Immatrikulationsfeier, das war sehr schön, so wirklich in Neuruppin anzukommen. Es ist eigentlich diese ganze Zeit in Neuruppin gewesen, dieses Zusammenwachsen als Jahrgang, dieses Reinkommen in die Medizin, diese neue Herausforderungen angehen, den Ort kennenlernen, Brandenburg kennenzulernen. Und wir haben einfach auch viel noch Aufbauarbeit mit der Universität geleistet. Das war ganz, ganz besonders, dass es nicht nur eine Universität ist, die sozusagen fertig ist, man kommt in ein System rein, sondern man hat wirklich eine Universität zu mitmachen. Man hat ganz viele Möglichkeiten, sich zu engagieren, sozial, künstlerisch, neben dem Studium. Also die MHB ist familiär und bietet einem viele Möglichkeiten. Wie geht es danach weiter? Ich werde ab 1.8. anfangen, als Anästhesist zu arbeiten in Ludwigsfelde. Es ist einfach schön, ein Teil dieser Dynamik zu sein, etwas beitragen zu können, dass sich das Feld verbessert, dass wir immer besser werden, dass die Evidenz besser wird, dass unsere Therapien mehr Menschen helfen können und ja, einfach Teil dieses ganzen Prozesses zu sein, nicht nur Konsument, sondern auch Produzent, was zurückgeben zu können.